So, schauen wir mal. Wie lange wir für den Ankylo brauchen. Tot. Okay. Ihr habt jetzt natürlich zählen können, wie viele Schlüsse das waren, aber es sind nicht viele. Herzlich willkommen zurück zu Second Extinction. Wir sind tatsächlich jetzt endlich in der Preseason 5 angekommen. Und dabei ist eine neue Waffe ins Spiel gekommen und eine neue Gegnerart in einem speziellen Event auf der Karte. Ich würde sagen, wir schauen uns einfach mal die neue Waffe an. Ich zeige euch ein bisschen Gameplay, wo ich die Stärken und Schwächen der Waffen sehe und dann schauen wir uns die neuen Gegner an, oder? So. Achso, wenn ihr das hier feiert, könnt ihr gerne Bewertung lassen oder in den Twitch-Livestreams dabei sein. Würde mich sehr freuen. Also, die Kanone ist die neue Waffe. Wir haben einen, ja gut, drei Waffenläufe, die sich immer abwechseln. Das ist eine Art Flakgeschütz. Und die haben eine sehr hohe Reichweite, eine niedrige Feuerrate. Die könnt ihr hier unten erhöhen. Aber ist halt, desto länger ihr durch das Visier zielen schießt, wird es dann wieder langsamer. Ist nicht so meins. Könnt ihr gerne ausprobieren. Brauche ich dich jetzt aber nicht, ne? Also ich habe das Ganze auf Einschlag geskillt, weil wir sehr viel Schaden brauchen. Man ist Flakgeschütz. Und da haben wir die Fähigkeit Flak noch hinzu. Beim Zielen durch das Visier abgefeuerte Schüsse explodieren in der Nähe von Gegnern. Das ist so, naja. Ne? Ich finde halt, wir haben noch die Fernzündung. Die könnte noch ganz geil sein, kann ich mir leider nicht leisten. Da ist leider das Problem, ich habe große Probleme, was die Bugs im Spiel angeht. Deswegen kann ich viele Runden nicht beenden und kriege leider die Belohnung nicht. Und deswegen habe ich leider hier nur die Apex-Szene und so weiter zusammengekriegt, aber das leider nicht. Das müsst ihr selbst austesten, falls ihr das habt. Ja. Dann haben wir oben noch das größere Magazin. Wir haben, also ich habe noch die Panzerplatten. Und Schüsse in der Nähe von Gegnern explodieren, ja. Ist gut, man merkt einen Unterschied. Sie sterben nämlich direkt. Und dann schauen wir uns einfach mal an, wie das, wie die Waffe so läuft, oder? Oh. Gott. Gut, zwei Bullen. Schauen wir uns das mal an, wie die Waffe so geht. Also die normalen Raptoren sind jetzt alle One-Hit mit dem extra Perk drauf. Und ihr seht diese Explosionen, die dabei entstehen, sobald wir einen Gegner treffen. Haben wir den ersten Bullen schon. Der läuft direkt in mich rein. Also man merkt deutlich, wir machen mehr Schaden. Keine Frage. Auch hier. Wenn man den trifft, ist die Waffe extrem stark. Gerade auch gegen die Bullen, ja doch. Nur gegen Gegnermassen ist sie so, naja, das ist halt das, da könnte man jetzt mit den Minen vielleicht was gegen tun. Wenn ihr direkt trefft, sind alle Gegner, normalen Gegner, One-Hit. Sterben dann. Das ist sehr angenehm. Katsching. So, ja. Das ist es. Das ist die Waffe. Es gibt keine weiteren Spezialfähigkeiten, so wie bei den Minigun, alle in Brand setzen oder so weiter. Gibt es nicht, oder ein Giftschaden. Existiert nicht. Also ihr könnt, wenn dann Schaden oder Minen erstmal vorwiegend machen. Und nochmal um die Reichweite. Es ist halt sehr schwierig zu zielen, weil ihr habt das gerade Visier. Ihr kriegt auch kein anderes irgendwie drauf. Und habt dafür eine extrem hohe Reichweite. Könnt aber sehr schwer abschätzen, wie hoch ihr zielen müsst, das hier trefft. Das ist leider mein Problem zumindest. Macht die Waffe auch deutlich schlechter. Aber so mit dem explosiven Geschosskugeln, ja, ist auf jeden Fall eine deutliche Verbesserung. Aber trotz allem kommt es nicht an die Minigun ran. So, um die neuen Gegner zu töten oder zu finden, müsst ihr noch Novagrad hoch zu dem rot markierten Event. Und dort werdet ihr dann die Art, ich weiß nicht genau wie die Spezies heißt, aber Raptoren, die fliegen können.
So ein bisschen. Könnte man grob beschreiben. Ja, sind sehr schnell, das heißt, es wird sehr schwierig sein, die wirklich mal genau zu sehen. Aber ich werde mein Bestes geben. Hopp. So, hier müssen wir einfach nur Gegnerwellen besiegen. Da oben kommen sie schon. Man sieht sie halt sehr schlecht. Also sind wirklich... Da. Hört so einigermaßen coole Raptoren. Was soll man anderes sagen? Problem ist halt, mit der Waffe kann man nicht wirklich Gegnermassen töten. Weil, ihr seht es, wir machen sehr, sehr wenig Massenschaden. Wir müssen auch direkt treffen. Das heißt, hier auf jeden Fall irgendwas mitnehmen, was ein bisschen Massenschaden verursacht. So wie Mean Strike. Oder so. Hilft davon enorm. Ja. Jetzt kommen die Bullen. Da ist groß. Eieiei. Knochenbullen. Was will man mehr? Und solo läuft das Spiel eigentlich echt gut. Das Problem ist halt wirklich der Multiplayer. Wow. Alter, ist ja schon umgefallen. Weil da tatsächlich es wirklich so ist, bei mir zumindest auf dem PC, man fliegt raus. Spiel stürzt ab. All so ein Kram, den man eigentlich eher weniger braucht. Hab ich leider. Oben bleibt man im Shuttle hängen, kommt gar nicht in die Mission rein. Also unnötiger Kram. Waffenskins sind verbuggt. Das ist halt sehr ärgerlich. Und sie haben es jetzt eingeführt, dass man den Loot kriegt. Ah, ich glaube, wenn ich das richtig gesehen habe, wenn ihr auf den Boden schießt, kriegt ihr durch die Explosion den blauen Punkt bei den Bullen getroffen. Das könnte man beim Ankylo ganz leicht ausprobieren, ob er dann hinfällt oder auf die Seite sich legt, wenn er getroffen wird da. Das ist sehr interessant. So, hier Treffer. Ja, doch noch getroffen. So, schauen wir mal. Wie lange wir für den Ankylo brauchen. Tot. Okay. Ihr habt jetzt natürlich zählen können, wie viele Schüsse das waren, aber es sind nicht viele. Also was Schaden angeht, sind wir gut dabei jetzt. Davor eher, naja. Dann ging das so. Aber wir sind halt kein... Wir sind eher Unterstützer. Aber kein Massentöter. Das schaffen wir nicht. Aber ja, das ist die Waffe, das ist das Event. Es gab auch noch einige Fehlerbehebungen. So, dass wenn ihr aus der Runde fliegt, was ja relativ häufig passiert, ihr den Loot kriegt, zumindest meistens, den ihr bis dahin hattet. Leider nicht den Loot für die Sterne, die Missionen werden auch zurückgesetzt oder die Aufträge. Wenn ihr sie abgeschlossen hattet und dann rausfliegt, ist sehr ärgerlich. Aber damit müssen wir leider leben. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns in der nächsten Season vielleicht wieder. Oder wenn es die nächsten neuen Waffen oder so weiter gibt. Und bis dahin. Tschüss.